Lass die Zirbeldrüse frei, wie man die wichtigste Drüse des Körpers entgiftet und schützt. Die Zirbeldrüse war schon in der Antike als das dritte Auge bekannt. Kaum größer als eine Erbse ist sie doch die Königin aller Drüsen. Im Englischen heißt sie Pineal Gland von Pinien. Der deutsche Name stammt von der Zirbelkiefer, weil diese Drüse tatsächlich aussieht wie ein kleiner Zirbelkieferzapfen. Der Kieferzapfen gilt in Rom wie auch bereits im alten Mesopotamien als Symbol des Lebens, der Unsterblichkeit und des dritten Auges. Die uralten Götter, die Anunnaki, tragen sehr oft diesen Zapfen in der Hand. Dieselbe Kieferzapfensymbolik findet sich im ägyptischen Isiskult und den Dionysus- und Kybele-Kulten. Auch das frühere Christentum übernahm dieses uralte Symbol und sah die Pinien als Lebensbaum an. In der Freimaurerei gilt der Pinienzapfen als Symbolik des höchsten Grades der spirituellen Erleuchtung. Auch hier gilt er als Symbol für die Zirbeldrüse, des dritten Auges oder des allsehenden Auges. Die hinduistischen Mystiker sehen in der Zirbeldrüse das sechste Chakra, das Stirnchakra, das für Wahrnehmung, Erkenntnis, metaphysischen Fähigkeiten und Intuition assoziiert steht. Die alten Ägypter benutzen neben dem Pinienzapfen auch das Symbol Horusauge. Das Horusauge ist das Zeichen des Lichtgottes Horus und damit für Geheimwissen und Mathematik. Lange Zeit hatte selbst die Wissenschaft wenig Ahnung, wozu diese kleine Drüse imstande ist. Mittlerweile weiß man, dass diese Zirbeldrüse die Taktgeberin für alle anderen Funktionen ist. Sie steuert die innere Uhr, reguliert die Schlaf- und Wachphasen. Sie steuert damit alle anderen Hormonausschüttungen und sorgt für unseren körperlichen, geistigen und spirituellen Gesundheit. Lässt ihre Funktion nach, setzt der geistige und körperliche Alterungsprozess ein. Dass mit fortschreitender Verringerung der Zirbeldrüsenaktivität gleichzeitig der Melatoninspiegel sinkt, ist der Haupttreiber für den Alterungsprozess und die Anfälligkeit für Erkrankungen jeder Art steigt parallel an. Wissenschaftler vermuten sogar, dass ein reduzierter Melatoninspiegel mit Alzheimer in Verbindung steht. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen bereits positive Ergebnisse bei der Behandlung von Alzheimer. Die gereinigte, reaktivierte Zirbeldrüse produziert wieder Melatonin und andere Botenstoffe. So konnte der Zirkadianenrhythmus, also die natürlichen Schlaf- und Wachphasen, durch eine Lichttherapie und der Einnahme von Melatonin wiederhergestellt werden. Forscher vermuten, dass die Zirbeldrüse einen Stoff namens Dimethyltryptamin, kurz DMT, produziert. DMT ermöglicht unserem Gehirn ganz neue Gedankenstrukturen und Empfindungen zu erschaffen. Die Zirbeldrüse scheint diese halluzinogene Substanz sowohl während mystisch-spiritueller Rituale auszuschütten, als auch bei der Geburt und dem Tod. Anscheinend war die Zirbeldrüse bei unseren Vorfahren noch wesentlich größer. Und in den letzten 200 Jahren von 3 cm, das ist etwa so groß wie diese kleine Walnuss, auf Erbsengröße, die ihr hier im Vergleich sehen könnt, geschrumpft. Das liegt an unserem modernen Lebensstil. Das ist der oft unnatürliche Lebensrhythmus, die vielen Lichtquellen mit hohem Blauanteil bis spät in die Nacht und der heutzutage starke Belastung des Körpers mit Giften, vor allem Fluoride. Dazu kommen noch Strahlung aller Art, die Zirbeldrüse verkalkt und schrumpft und vor allem der Melatoninmangel. Wusstest du, dass nur Wirbeltiere eine Zirbeldrüse besitzen? Bei Menschen und den anderen Säugetieren sitzt die Zirbeldrüse mitten im Schädel, in der Gehirnmitte. Anatomisch ist es ein Nervengewebe, dessen Zellen aber ganz anders sind als die Gehirnnervenzellen. Die der Zirbeldrüse ähneln vielmehr der Netzhaut im Auge. Diese haben Photorezeptoren, sind lichtempfindlich und sie sind auch direkt mit dem Auge verbunden. Bei manchen Fischen, Reptilien, Vögeln und Amphibien sitzt diese Zirbeldrüse tatsächlich noch direkt als drittes Auge zwischen den optischen Augen und ist auch von außen sichtbar. Dieses dritte Auge, Parietalauge oder Scheitelauge, hat wichtige Funktionen, nicht nur bei den Tieren. Es ist also keineswegs Zufall, dass die Zirbeldrüse schon in der Antike und wahrscheinlich weit früher als das dritte Auge erkannt wurde. Sie hat tatsächlich mehr mit den Augen gemeinsam als mit dem Drüsengewebe oder normalen Nervenzellen. Die Zirbeldrüse erkennt über eine direkte Verbindung zu den Augen das Farbspektrum des Tageslichtes. Ein hoher Blauanteil signalisiert, es ist Mittag und der Tag ist noch lang.
Das rotlastiger werdende Licht bis zum Sonnenuntergang signalisiert ihr, dass Abend ist und der Körper jetzt in seine Ruhephase eintritt. Die Zirbeldrüse lässt den Blutdruck und die Körpertemperatur sinken. Es kehrt Ruhe im Körper und im Geist ein. Jetzt produziert die Zirbeldrüse das Schlafhormon Melatonin, das uns schlafen lässt. Interessanterweise ist sie auch die erste Drüse, die sich in der Entwicklung des Fötus bildet, und zwar innerhalb der ersten 3 Wochen. Und sie wird auch am besten versorgt, nach den Nieren, die als Ausscheidungsorgan und Blutfilter an erster Stelle stehen, ist es ausgerechnet die kleine Zirbeldrüse, die am besten mit Blut und Nährstoffen und Sauerstoff beliefert wird. Sie ist in unserem Gehirn etwas ganz Eigenes, hat eine ganz andere Struktur, ist als einzige unpaarig, also nicht in 2 Hälften aufgeteilt. Und sie ist nicht zusammen mit dem Gehirn hinter der Blut-Hirn-Schranke. Leider hat dieses wichtige winzige Organ viele Feinde. Nicht nur das künstliche Licht und den unnatürlichen Schlafrhythmus, den wir fast alle heute pflegen. Sie wird nicht nur aus dem Takt gebracht, sie verkalkt auch. Und sie wird vergiftet. Das aggressive Oxidanzfluor setzt ihr ganz besonders zu. Als Fluorid ist es hauptsächlich in Zahnpasta enthalten. Dieses Neurotoxin, ein Nervengift, ist mit vielen Entwicklungsstörungen der Nervenbahn verbunden. Es ist nicht nur der Zahnpasta beigefügt, um den Zahnschmelz zu härten und Karies zu verhindern. Es wird in einigen Ländern dem Leitungswasser zugefügt. Auch Fluoridsalze gibt es auf dem Markt und werden sogar noch mit Gesundheitsvorteilen beworben. Dieses zugesetzte Fluorid ist ein giftiges Abfallprodukt der Aluminium- und Phosphatindustrie. Es gelangt über die Lymphbahnen der Mundschleimhaut zur Schilddrüse, wo es das wichtige Jod aus seiner Verbindung mit dem Schilddrüsenhormon Thyroxin herauslöst und stattdessen Fluoridthyroxin bildet, was die Schilddrüse wiederum zerstört. Und die Abbauprodukte des Fluorids im Körper lagern sich als Fluorionen in den Zirbeldrüsen ab, die dadurch im Laufe der Zeit verkalken und schrumpft. Die Zirbeldrüse enthält immer die höchste Konzentration von Fluorid im Körper. Zirbeldrüsenverkalkung ist in der medizinischen Literatur mit einer Reihe von Krankheiten verbunden. Hier ein paar Beispiele für dich. Alzheimer, bipolare Störung, Schlaflosigkeit und Schlafstörungen, Parkinson, Schizophrenie, Schlaganfall, Schmerzen im unteren Rückenbereich und Hormonstörung wegen des niedrigen Melatoninspiegels. Doch was kann man tun? Da gibt es mehrere Wege, die zum Ziel führen. 6 davon werde ich gleich davon aufführen. Möchtest du jedoch alles ganz genau wissen, empfehle ich dir das Buch Wunderwerk Zirbeldrüse. Viele Menschen fühlen sich heute erschöpft, sind entleert und getrennt von sich selbst. Oft wird die innere Ruhe vermisst. Dafür häufen sich Krankheiten und Konflikte. Die Ursachen können in einem Organ in der Mitte unseres Gehirns liegen, das im Laufe der Evolution geschrumpft ist und lange Zeit in Vergessenheit geraten war. Einst galt sie dagegen als Sitz der Seele, die Zirbeldrüse. Die Drüse der ewigen Jugend birgt Talente, die für unsere körperliche und geistige Gesundheit bedeutsam sind. Sie steuert unsere innere Uhr, reguliert den Schlaf und erhöht unsere Intuition. Sie schüttet Botenstoffe aus wie das Schlafhormon Melatonin, das Glückshormon Serotonin und das spirituelle Molekül DMT, das außersinnliche Wahrnehmungen ermöglicht. Ist die winzige Drüse aktiviert und frei von Blockaden, dann öffnet sich über sie das Tor zum Allbewusstsein und zur Erleuchtung. Das hilft uns, unsere Verbundenheit mit der geistigen Welt und mit dem Allem, was ist, zu spüren, sowie zu erkennen, dass wir unsterblich und göttlichen Ursprungs sind. Wir erreichen einen Zustand tiefen Friedens, Hellsichtigkeit und manchmal auch Erleuchtung. Wunderwerk Zirbeldrüse ist eine wahre Schatzkiste an erprobten Maßnahmen, die das blockierte Organ entgiftet und neu aktiviert, um unsere Lebensqualität und unsere spirituelle Entwicklung auf ein neues Level zu bringen. Starten wir aber nun mit Punkt 1, die Entgiftung. Zuerst einmal ist eine umfassende Entgiftung vonnöten. Leber und Darm stehen hier an allererster Stelle. Dazu haben wir in unseren Filmen und Gesprächen schon mehrere Methoden aufgezeigt. Insbesondere Schwermetalle müssen ausgeleitet werden. Auch hier findet man in unserer Videothek einschlägige Experten und ihren Rat. Zweitens, sauberes hexagonales Wasser. Nicht nur, dass sauberes Wasser in seiner natürlichen hexagonalen Form entgiftet und ausleitend wirkt,
Es versorgt auch jede Zelle mit dem Wasser, was sie braucht, um wieder voll funktionstüchtig zu werden. Wirklich gutes Wasser bringt den Stoffwechsel wieder in Fahrt. Es versorgt jede Zelle mit gutem Sauerstoff und elektronenreichem Wasser für alle nötigen Funktionen. Dieses Wasser reagiert mit dem Körper. Es trägt Informationen und wirkt nicht nur neutral, sondern konstruktiv. Es ist strukturiert, dass es Aufgaben übernimmt, die chaotisches Wasser nicht leisten kann. Drittens, Schlafrhythmus und Licht. Ganz wichtig ist es, 2 Stunden vor dem Zubettgehen keine blaustichigen Lichtquellen wie Computerbildschirme und Smartphones oder Fernseher um sich zu haben. Rötliches Licht dagegen ist förderlich. Die Zirbeldrüse erkennt es und kann ihren Stundenplan ausrollen. Ein Zubettgehen vor 22 Uhr fördert die Entkalkung und Gesundung der Zirbeldrüse sehr. Am wichtigsten ist aber, dass es immer die gleiche Zeit ist. Lieber um 23 Uhr, wenn das einzuhalten ist, als manchmal um 22 Uhr und oft deutlich später. Es sollte sich ein gleichbleibender Schlaf-Wach-Rhythmus etablieren. Dabei kann man der natürlichen Beleuchtung entsprechend im Sommer später schlafen gehen und früher aufstehen und im Winter entsprechend der kürzeren Tage auch früher schlafen gehen und später aufstehen, wenn das natürlich möglich ist. Viertens, Meditation. Wie gesagt, hat unser drittes Auge auch eine stark emphatisch-metaphysische Komponente. Jede Meditation, insbesondere mit Bezug auf das Stirnchakra, setzt Energie für die Zirbeldrüse frei. Von Yoga, Tai Chi, transzendentale Meditation bis zur Achtsamkeitsmeditation sind viele Meditationstechniken geeignet. Fünftens, Vermeidung von schädlichen Stoffen. Besonders schädlich sind, wie bereits erwähnt, die Fluoride. Daher ist dringend zu empfehlen, die größte Quelle für Fluoride abzustellen, nämlich die hochfluoridhaltige Zahnpasta. Aber auch Psychopharmaka haben eine desaströse Wirkung auf die Zirbeldrüse. Vermeide Schmerz und vor allem Schlaftabletten. Ernähre dich von unbelasteten Lebensmitteln ohne Zusatzstoffe. Das gelingt am besten, wenn man sein Essen aus den Grundzutaten selber herstellt und dazu echtes Biogemüse oder Obst verwendet. Leider muss man hier sagen, dass viele glauben, sie täten ihrem Körper Gutes, wenn sie vegan essen, aber hierbei stark produzierte Fertigprodukte und Fertigzubereitungen kaufen, bei denen man schon auf dem Etikett lesen kann, wie viel Chemie darin steckt. Aus Proteinpampe und allen möglichen chemischen Zaubertricks vegane Fischstäbchen herzustellen, ist beeindruckend, aber leider nicht gesund. Vegan ist gut, aber auch hier gilt nur aus natürlichen Zutaten. Schlecht sind auch kohlensäurehaltige Getränke und viel Zucker. Tabak und Alkohol haben ebenfalls psychische Effekte, die die Zirbeldrüse blockieren. Und nicht zuletzt schädigt die elektromagnetischen Strahlungsfelder von WLAN, Mobilfunknetz oder Handy. Es ist aber heute jedoch fast unmöglich, sich davon fernzuhalten. Im Netz findest du daher einiges zum Strahlenschutz. Calciumpräparate können ebenfalls zur Verkalkung der Zirbeldrüse beitragen. Sechstens, Substanzen, die die Kette der Zirbeldrüse sprengen. Hier gibt es viele verschiedene Mittel, die die Natur bereithält. Man muss nicht alle nehmen, es reicht, wenn man das anwendet, was einem besonders gut liegt. Da wäre zum Beispiel Nienbaumöl. Es entgiftet von den angesammelten Fluoriden und das im ganzen Körper. Nebenbei hilft es noch gegen eine ganze Litanei von Beschwerden. Es reinigt das Blut, hilft gegen Arthritis, Hautpilze, Candida und Leberprobleme, Periodenschmerzen, Rheuma, Verstopfungen, Viren und Bakterien. Es hat einen guten Einfluss bei Leukämie und gegen vorzeitiges Altern, was wiederum mit der Wirkung auf die Zirbeldrüse zusammenhängt. Ein schon lange bekannter Stoff, der sehr wirksam gegen Verkalkung und Fluoridierung wirkt, ist Borax. Schon ein 1/4 Teelöffel voll auf 1 Liter Wasser über 1-2 Tage verteilt, tut seine Wirkung. Allerdings solltest du dich genau über Borax informieren. Es ist nicht für jeden geeignet. Manche Erkrankungen schließen diese Anwendung aus. Schau am besten hierzu mein Video mit dem Titel Borax, ein bisschen Jungbrunnen, ein bisschen Waschmittel, ein bisschen Medikament. Ebenfalls empfehlenswert organisches Silizium. Das geht direkt gegen die Verkalkung an. Man nimmt es zusammen mit Vitamin C ein. Ginseng soll die Wirkung auch noch einmal verstärken. Es stärkt überdies das Immunsystem, das sich auch an der Entgiftung beteiligt.
Auch das durch organisches Silizium aktivierte Lymphsystem leistet zur Entgiftung und Entkalkung der Zirbeldrüse seinen Beitrag. Allerdings ist unbedingt darauf zu achten, wirklich organisches Silizium zu nehmen. Das chemisch reine Silizium ist nicht gesund. Altbewährt und unbedenklich anwendbar ist Zeolith zur Entgiftung und Reinigung. Diese fein gemahlene Mineralerde aus alten Meeresböden oder Vulkansteinen können Toxine aller Art an sich binden. Es bindet nicht nur die Fluoride an sich und entsorgt sie mit dem Darminhalt, es spaltet auch verhärtetes Calcium auf, wie es sich um die Zirbeldrüse lagert. Manche nehmen auch MSM. Das ist allerdings ein sehr stark wirkendes Mittel, das man vorsichtig dosieren muss. Es ist ein rabiater Entgifter und erfordert sorgfältigen Umgang, um den Körper nicht zu überfordern. Hierzu gibt es genügend Literatur und genaue Gebrauchsanweisungen sowie Informationen in meinem Video. Anorganischer und organischer Schwefel, wir brauchen ihn. Sehr wirkungsvoll ist auch Tamarinde. Die Fruchthülse dieses afrikanischen Baumes enthalten sehr wirksame Stoffe gegen Fluoride und den Kalk in einer Zirbeldrüse. Tamarinde kann sogar die in den Knochen eingelagerten Fluoride wieder entfernen. Diese Schadstoffe werden nachweislich durch den Urin wieder ausgeschieden. Das nächste Mittel, das enorm wirksam ist, ist Kurkuma. Es schützt das Gehirn und die Zirbeldrüse sehr wirksam vor Verkalkung und Fluoridierung. Laut Untersuchungen indischer Wissenschaftler ist der regelmäßige Verzehr von Kurkuma ausreichend, um die Zirbeldrüse von Kalk und Fluoriden zu befreien. Vitamin K2 entkalkt nicht nur Arterien und diverse Drüsen im Körper. Wenn der Arzt nicht aus bestimmten individuellen Gründen von der Einnahme von Vitamin K2 abrät, kann es seine segenreiche Wirkung voll entfalten. Dieses Vitamin, das unsere eigene Darmflora, so sie gesund ist, selber bildet, ist im ganzen Körper präsent und putzt die Zirbeldrüse wieder blitzeblank. Nur produzieren wir leider meistens nicht genug davon. Anwender berichten oft, nach einer Vitamin K2-Kur wieder bunt und lebendig träumen zu können. Eine Nebenwirkung, die dem Wiedererwachen der Zirbeldrüse zuzuschreiben sein dürfte. Um eine erneute Fluoridierung und Verkalkung der Zirbeldrüse und des ganzen Körpers auch nach der Reinigung zu vermeiden, empfiehlt sich Magnesium. Es hat die Fähigkeit, die Aufnahme von Fluorid in die Zelle zu verhindern. All diese Mittel und Wege sind hilfreich, um die Zirbeldrüse wieder aus ihren Kalkkerker zu befreien. Genauso wichtig ist es aber, die zuvor beschriebenen Änderungen der Lebensführung auf Dauer oder zumindest so weit wie möglich zu berücksichtigen. Ansonsten wird man nach einiger Zeit doch wieder in den alten Zustand zurückfallen. Das war's auch schon wieder für heute. Möchtest du dir noch mehr Wissen aneignen über Gesundheit, folge mir auf meinem Telegram-Kanal. Im Chat von Welt der Gesundheit hast du die Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen oder auch Fragen loszuwerden. Gern kannst du dort auch anderen mit deinem Wissen in ihrer Gesundheit helfen. Konnte ich dir weiterhelfen zum Thema Entgiftung der Zirbeldrüse und dir hat das Video gefallen, hinterlasse mir sehr gern einen Daumen nach oben und sei so lieb und abonniere auch meinen Kanal. Über deine Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Ich danke dir fürs Zusehen, wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner Gesundheit. Bis zum nächsten Video, gesunder Lifestyle, immer dienstags, pünktlich um 16 Uhr hier auf YouTube.